Internet und YouTube. YouTuber Pogo Jump. So viel YouTube im ersten Satz. YouTube und schon wieder. Wie viele YouTubes waren das? Pogo Jump YouTuber Edition. Was bedeutet das? Whatever. Find Easter Egg. Oh mein Gott, das ist Ostern. Ich habe das Easter Egg verpasst. Ich bin so gut. Was heißt ihr Noob? Tasty Pie? Verstehe ich alles nicht. Okay, check. Den kennen wir. Das ist doch alles das Gleiche. So. Okay. Der hat nicht ganz so eine helle Stimme. Sonst auch alles das Gleiche. Sky. Kennen wir auch. Nicht? Geh durch. Perfect. The King. Und hier müsste ich dann stehen, richtig? Was? Also. Und go. Moment. Gift. Ui. Okay, das war ja völlig für den Popo. Ui. Okay. Muss ich unten durch? Ja, natürlich. Ich bin eine Schlange. Komm schon, komm schon. Komm schon. Du schaffst das. Oh, schau. Ja, das sind die Bewegungen. Die mache ich auch immer. In gewissen Situationen. Wie zum Beispiel im Yoga-Kurs. Jesus Christ, YouTube. Ihr seid so pervers. Es ist Wahnsinn. Natürlich gehe ich zum Yoga. Sitze ich oft im Spagat da. Glaubt ihr mir nicht? Gut. Ich verstehe kein Wort. Das ist eine Aliensprache hier. Klingt weh. Ist das German Offenan, Flo, por favor, un saluto, Chris Ramirez, Siseki, Costa Lenneva. Beschimpfe ich gerade irgendjemanden? Can you survive? Nicht ganz sicher, wie. Okay, Moment mal. Kann ich einen anderen? Habe ich den Charakter absichtlich ausgewählt? Warte, dann brauche ich einen. Das ist doch easy mit Mr. Pogi. Mr. Pogi. Ja, Baboom. Und Double Boom mit der Explosion. Okay, das erste Baboom ist no problem. Ich habe meinen Stock verloren. Jetzt komme ich nie wieder zurück. Und Baboom. Okay, das war nichts. Das war nur Antäuschen. Das war nur eine Antäuschung von Baboom. Das war die Baboom-Antäuschung. Er ist ziemlich bekannt. Und der Profi-Happy Wheels-Spieler. Die Baboom. Baboom-Rochade. 43. Um ganz genau zu sein. Okay, das war fast. Ne? Okay, das ist nicht gut. Und jetzt gehen wir noch. Ja, ich habe meinen Helm verloren. Und mein Arm. Aber das war eigentlich... Ich hätte nur drüben landen müssen. Right? Warum verliere ich? Das ist doch... Ja, dann ist es unmöglich. Hallo? Warum? Okay, hier oben ist ein Bömmchen. Nein, nein! Hier runter! Ja, Babing! Ich hab's doch... Zählt das nicht? Genau das ist meine Yoga-Position. Genau das. Einatmen. Ausatmen. Alter. Du bist eine Blume auf einer Wiese. Hier kommt die Biene. Bestäubt. Okay, warte, das war was. Das war nicht die Oberklasse. Okay, ein Versuch noch. Papin. Ja, komm, das ist unmöglich. Ist unmöglich. Theoretisch habe ich es geschafft. Also wenn es da, wenn es zählt, dass... Ich meine, ich war auf der anderen Seite. Sagen wir so.
Ziemlich ganz. Okay. Also, ich glaube, es war noch alles dran. War ein bisschen blutverschmiert, aber ich glaube, es war alles dran. Na, hätte ich mal wieder einen romantischen Ausflug hier. Die Frau kenne ich nicht, Timmy. Ich habe nicht die geringste Idee, aber es war wunderschön. Dann wieder ein bisschen frische Luft. Moment mal, hier ist überhaupt niemand gestorben. Das ist nicht gut. Hier gab es kein Blut und kein Gedärme. Das ist irgendwie ganz so friedlich. Was ist, wenn sie alle schlafen? Na gut, er sieht aus, als wenn er festgekettet wäre. Auf dem Tisch. Aber vielleicht ist das irgendwie so eine Reichenparty, wisst ihr? Oh ja, oh ja, oh. Okay, das will ich nicht tun. Das will ich gerade nicht tun, was ich tue. Es tut mir sehr leid. Lass los. Ich will das wirklich nicht. Ich möchte es nicht tun. Ich möchte es nicht tun. Er hört nicht auf. Oh Mann. Wartet. Wartet. Okay, es wird immer schlimmer. Okay. Das ist der fliegende. Okay. Das ist meine Lieblingsposition. In Yoga. Das ist die Yoga-Position. Ja, genau so. So bleibe ich dann meistens 5 Stunden. Denke über das Leben nach. Dann komme ich zum Schluss. In den 5 Stunden hätte ich was Besseres tun können. Ja, aber hätte ich nicht Yoga gemacht, hätte ich nicht zu dieser Einsicht gekommen. Versteht ihr? Das ist ja der Sinn dahinter. Oh, ja, da war gut, Baby. Komm in meine Arme. Oh, ja. Hopp. Ich bin ein Künstler. Warum kannst du in der Luft schweben? Ich verstehe es. It's a gonna magic. Pogo, nee, nee, nee. Vehicle Bottle Run ist meine Spezialität. Und go. Oder wie? Oder hallo? Ja, das war Absicht. So, passt auf. Passt auf, was jetzt passiert. Denn irgendwann passiert hier was. Ich bin absolut überzeugt davon, dass hier irgendwann etwas passiert. Ja, echt super. Es ist unmöglich. Ich war so gut. Ich war eigentlich. Was ist denn mit dir? Jetzt. Ja, geh voran, mein Freund. Perfekt. Ach, das war's schon. Meine Güte, manchmal ist es so schnell vorbei, weil ich so gut bin. Sage ich auch immer, wenn ich mit einer Frau. Es ist nur so schnell vorbei, weil ich so gut bin. Was? Mit einer Frau Abendessen geht. Jesus Christ. Und dann esse ich immer so schnell. Und dann ist das Essen weg. Warum ist das so schnell? Weil es einfach so gut ist. Okay. Spike vor? Nehmen wir Spike voll. Mit Miss Candy. Oh shit, Spike voll mit Miss Candy war nicht die beste Idee. Passt auf. Passt auf. Langsam tasten wir uns nach vor. Das war ja. Okay. Verdammt. Baby, Baby. Miss Candy hat den Spike-Fall überlebt. Unbelievable. Das ist grandios. Wir nehmen noch das schwierigste Level. Zum Abschluss. Hier muss ich immer ganz viele Knöpfe drücken. Keiner bekommt es mit. Keine Sorge, ich habe ja, alles ist unter Kontrolle.
Steht da irgendein Knochen raus? Ach, mir fehlt ein Arm. Ach so, ja. Das ist natürlich weniger gesund. Aber hin müssen wir uns an einem Lenker festhalten. Ist das nicht eine Erleichterung? Okay, wir haben den zweiten. Wir müssen das Rad umbauen mit nur einem Lenker. Also, es gibt sowieso nur einen Lenker. Ich meine, Griff zum Festhalten. Kommt das dann billiger? Ich meine, Sparmaßnahmen. Okay, sie können freihändig fahren, von daher. Und tötet Familien gerade. Wunderbar. Irgendwie sieht das sehr... Ein richtiger Männerhass. Wir töten nur Männer. Kommt mir vor. Oh, hier. Ja, auch ein bisschen. Miss Candy war dabei. Gut. Ein wunderschöner, beruhigender Abschluss für diesen Part. Alle sind tot, explodiert. Und sind jetzt im Himmel. Und da denken wir jetzt drüber nach. Und zwar über Explosions im Himmel. Der Himmel ein einziger Ort voller Explosions. Ist das romantisch? Michael Bay im Himmel? Oh, Michael Bay. Hat im Himmel nur Explosions. Permanent könnte... Ich weiß nicht, warum ich jetzt darüber nachdenke. Aber ich könnte stundenlang darüber nachdenken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ach, kommt schon, seid fröhlich. Wegen Leichen. Tschüss!